Ich finde, wir sollten mehr Sorge geben zu den Gegenständen, die wir jeden Tag brauchen. Und vor allem, wenn sie mal kaputt gehen und man sie noch flicken kann, dann sollte man sie auch flicken, anstatt einfach neu zu kaufen. Und das gilt natürlich auch für Velos. Ich bin Beat und habe hier in Arlesheim in unserem Haus im Keller unten seit 7 Jahren eine Velowerkstatt. Mir ist sehr wichtig, dass ich Sachen flicken kann, dass ich Velos flicken kann. Nicht einfach Teile abmontieren und fortschmeißen und etwas Neues drauf machen. Und darum habe ich ein sehr grosses Ersatzteillager. Und behalte auch all die Sachen auf. Ich flicke Kindervelo, Mountainbikes, Rennvelo, E-Bikes. Manchmal sogar Cargo-Bikes. Allerdings nicht hier unten in der Werkstatt. Darum müssen die immer dann kommen, wenn schön Wetter ist, damit ich sie hier oben fliegen kann. Es hat Jahre gegeben, wo ich über 500 Velo repariert habe. Und mich dann am Schluss gefragt habe, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe es probiert, ein bisschen zu reduzieren und es sind jetzt so vielleicht 300 bis 400. Ich schätze an meiner Arbeit, dass ich selber entscheiden kann, wie ich arbeite, was ich alles flicke. Dass mir auch möglich ist, zum Beispiel bei jemandem, der nicht so ein grosses Einkommen hat, halt noch eine kleine Reparatur gratis dazu zu machen. Dass die auch mit einem gut funktionierenden Velo umfahren können. Ich bin gerne Velomech, weil es zum Beispiel die Leute sehr sympathisch sind, die allermeisten Leute, die Velo fahren und die vorbeikommen. Ich habe schon tolle Menschen kennengelernt auf die Art. Dann ist es schön, Wert zu erhalten. Ein Velo ist eine fantastische, geniale Erfindung. Ich mache es gerne und ja, das stimmt für mich.